Meine Damen und Herren, ich darf Sie wieder recht herzlich bei unserem Liechtenstein-Talk namens Einzelfeld TV begrüßen. Herzlich willkommen. Ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir, Herr Francesco Schur, Herr Professor Dr. Francesco Schur, um das ganz alles richtig darzustellen. Er ist an der Universität Liechtenstein Professor. Er hält den Lehrstuhl für Gesellschafts-, Stiftung- und Trustrecht. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Danke fürs Kommen. Ja, die heikle Frage, na, heikel ist sie vielleicht weniger. Trusts, Stiftungen in Liechtenstein, wie geht's weiter? Wie schaut die momentane Situation aus? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Die Situation sieht an sich sehr gut aus. Stiftungen und Trusts sind nach wie vor ein sehr, sehr bewährtes Mittel, um privates Vermögen zu strukturieren. Sowohl für privatnützige Zwecke, also zum Beispiel Familienstiftungen, Familientrusts, als auch für gemeinnützige Zwecke, also beispielsweise für die Förderung der Kunst, der Wissenschaft oder für karitative Zwecke im Allgemeinen. Natürlich haben wir einen Wandel erlebt und erleben wir immer noch einen Wandel. Der Paradigmenwechsel zeigt sich insbesondere darin, dass die Motivationsgründe, warum Liechtenstein als Standort gewählt wird für die Strukturierung von Vermögen, sicherlich ein anderer ist heutzutage als früher, dass auch das Strukturieren von privaten Vermögen nicht mehr so häufig ist, insbesondere deswegen, weil heutzutage Stiftungen und Trusts errichtet werden, wenn es tatsächliche, sagen wir mal, Gründe gibt, zum Beispiel in der Komplexität einer Familie, zum Beispiel in dem Bedürfnis, Rechtssicherheit zu schaffen bei der Nachfolge eines Unternehmens oder bei der nachhaltigen Verfolgung von Zielen. Es geht also nicht vorrangig darum, steuerliche Vorteile zu generieren, die sich direkt auswirken, legaler oder, wie wir ja aus der Vergangenheit wissen, oftmals auch illegaler Art und Weise. Diese Themen sind natürlich vom Tisch. Es geht insbesondere heutzutage bei Neugründungen von Stiftungen darum, liechtensteinische Vorteile im liechtensteinischen Gesellschaftsrecht zu nutzen für ausländische Investoren und damit Rechtsformen zu errichten, zu etablieren, die es in der Heimatrechtsordnung in dieser Form nicht gibt oder die in der Heimatrechtsordnung gewisse Vorteile nicht in sich bergen, die aber in Liechtenstein vorhanden sind, wie zum Beispiel eine gut verstandene Asset Protection, also ein Schutz von Vermögen vor dem Zugriff von insbesondere illegalen Gläubigern, beziehungsweise auch die nachhaltige Verfolgung von gemeinnützigen Zielsetzungen. Also die Steuervorteile sind nicht mehr in dem Vordergrund, die zivilrechtliche Verlässlichkeit, Sicherheit, historische, langjährige Tradition, die bleibt und die wird auch weiter ausgebaut. Ganz genau so ist es. Die wird weiter ausgebaut. Natürlich hat die Glaubwürdigkeit Liechtensteins als Standort für die private Vermögensstrukturierung gelitten. Das ist keine Frage. Das Geschäftsmodell der Vergangenheit, das, wie wir ja gesagt haben, jetzt passé ist, hat Liechtenstein einiges an Reputation gekostet. Wobei, wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzten 5 bis 10 Jahre, also vor 5 Jahren war es noch so, dass wenn ich bei einer Konferenz, einer Tagung im Ausland aufgetreten bin und über liechtensteinisches Recht gesprochen habe, dass man dann sozusagen sehr kritisch beäugt worden ist, dass man also sich rechtfertigen musste, sozusagen, warum man denn eigentlich sich mit liechtensteinischem Recht beschäftigt. Während jetzt, heutzutage, muss ich sagen, insbesondere auch in Deutschland, ist es so, dass das liechtensteinische Recht selbstbewusst sozusagen sich verkaufen kann, in Anführungszeichen, dass man also selbstständig, selbstbewusst auftreten kann, wenn man liechtensteinische Strukturen, die Vorzüge liechtensteinischer Strukturen unterstreicht. Und es im Gegenteil so ist, dass man auch in jüngeren Reformen im Recht innerhalb Deutschlands zum Beispiel durchaus auch auf Liechtenstein schaut und sagt, wie wird es dort gemacht, wie
sind beispielsweise Begünstigte von Stiftungen eingebunden in die Stiftungsgovernance, nur um jetzt ein Beispiel zu nennen. Und insoweit also, inwieweit können wir was von Liechtenstein lernen? Was ich sagen will, Liechtenstein ist wieder in einem Zustand, wo es auf Augenhöhe auch sich begegnen kann mit den Rechtsordnungen der anderen deutschsprachigen Staaten, aber natürlich auch im internationalen Terrain. Und insoweit möchte ich schon eine positive Zwischenbilanz erstmal ziehen, bezogen auf die Stiftungen und Trusts. Das heißt, die Entwicklung, die wir in Österreich haben, wo ja die Stiftung jetzt wieder so in die Sphäre, naja, da sind die paar Reichen, die haben Vorteile, die niemand sonst hat und man will sie eher nicht mehr weiterführen, obwohl in Österreich ja die Stiftung sehr jung ist und eigentlich sehr erfolgreich war. In letzter Zeit aber keine Neugründungen mehr zu sehen sind, weil eben diese Risiko, Gefahr, Diskussionen, die Stiftung uninteressant macht, da ist Liechtenstein wieder sehr weit vorne, weil die Steuersituation ist erledigt, die alten Konten sind ja reguliert. Also insoweit wäre ja die Zukunft eine tolle für die Stiftung. Da bin ich ganz Ihrer Auffassung. Vielleicht zwei Aspekte dazu. Erstens der politische Aspekt. Liechtenstein als, sagen wir mal, konstitutionelle Erbmonarchie, in der es ja keine politischen Risiken gibt, war und ist immer schon ein sehr, sehr solides Terrain mit wenigen Fluktuationen im Hinblick sozusagen auf Feindlichkeit gegenüber privater Vermögensstrukturierung. Das dazu und zweitens spezifisch aus Österreich, weil Sie es ansprechen, ich sehe eine ganz große Chance darin, dass in Österreich die österreichische Privatstiftung unattraktiver gemacht worden ist in den letzten Jahren, sowohl zivilrechtlich als auch steuerlich. Und darin sehe ich ein großes Potenzial für Liechtenstein, dass unter Umständen Liechtenstein hier auch für den österreichischen Markt verstärkt wieder in den Vordergrund treten kann und verstärkt wieder genutzt werden kann, auch sozusagen aus unserem östlichen Nachbarstaat. Und das kann ich als Österreicher sagen, durch das Abkommen ja die steuerliche Penalisierung einer Auslandsstiftung gerade mit Liechtenstein eigentlich minimalst ist. Sprich, man hat keinen wesentlichen Nachteil, eine liechtensteinische Stiftung zu verwenden und zivilrechtlich ist sie jedenfalls einfacher wie die österreichische. Also sozusagen das Damoklesschwert, wenn wir da draufkommen auf diese Stiftungsstruktur, transparent, intransparent, wie auch immer, dann hast du fürchterliche steuerliche Folgen. Das ist gar nicht mehr gegeben. Ganz richtig, ja. Also ich denke mir, hier ist sicherlich ein Markt, einer von vielen Märkten, genauso wie wenn wir jetzt auf den Trust schauen, eine Chance darin besteht, verstärkt auch aus denjenigen Ländern, wo wir verstärktes Wachstum haben, also aus Schwellenländern zum Beispiel, die ja mehrheitlich Common Law Staaten sind von ihrer Tradition, also Staaten, die ein sehr großes Wirtschaftswachstum haben, Staaten, bei denen sehr schnell neuer Reichtum generiert wird, dass dort auch Liechtenstein mit dem Trust ein gutes Instrumentarium zur Verfügung stellt. Man darf einfach nicht vergessen, Liechtenstein, beziehungsweise der liechtensteinische Gesetzgeber 1926 war so weise, sowohl die Stiftung als auch den Trust im eigenen Gesetz, im eigenen PGR zu verankern und damit sowohl für wohlhabende Personen aus dem angelsächsischen Bereich als auch aus solchen aus dem kontinentaleuropäischen Rechtsbereich entsprechende Rechtsformen zur Verfügung zu stellen. Und ich möchte das immer wieder unterstreichen, letztlich, dass die Möglichkeit, sich anzupassen mit diesen verschiedenen Instrumentarien an die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden aus den verschiedenen Staaten der Welt, ist nach wie vor eine Stärke, die beispielsweise im Zusammenhang mit Family Offices, und Family Offices ist ja ein ganz, ganz, wie soll ich sagen, wichtiges Thema auch in der Strategie des liechtensteinischen Finanzplatzes, durchaus stärker noch genutzt werden sollte. Darf ich vielleicht noch eine Zusatzfrage stellen und die Verlassenschaftsplanung, wo ja der Trust in Wirklichkeit eine super Möglichkeit bietet, die wird natürlich immer interessanter, je mehr sozusagen Personen Vermögen haben, wo sie weiterdenken, wo sie sagen, ich hätte gern
dass das so weitergeht, wenn ich einmal verstorben bin. Ich möchte, dass das Unternehmen in der Form in sicheren Händen ist und nicht zersplittert und nicht unter den Erben aufgespaltet werden muss. Das, glaube ich, ist ja ein Faktor, der automatisiert verstärkt zum Tragen kommt. In der Tat ist es so, dass wir im Moment, wenn wir Europa anschauen, in einer der größten Unternehmensnachfolgewellen der Geschichte sind. Viele Unternehmen, die in der Nachkriegszeit und dann 50er, 60er, 70er Jahre aufgebaut worden sind, gehen jetzt in die nächste Generation. Wir dürfen nur aktuell an Ferrero denken, jetzt in den letzten Tagen. Insoweit also sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Zeitfenster in der Geschichte, in der wir uns jetzt befinden, bezogen auf die Nachfolge. Dass die Nachfolge in einer Familie dann besonders komplex ist, wenn wir auch ein Familienunternehmen haben. Ich glaube, das leuchtet uns allen ein, dass aber die Unternehmensphilosophie von der, sagen wir mal, Familienhistorie und Familienphilosophie getrennt bleiben muss, leuchtet uns auch ein. Und das ist das große Problem, wenn wir Unternehmensnachfolgen haben, bei denen wir nicht die Separierung des Vermögens von der Familie haben. Dann kann es nämlich passieren, dass Geschichten aus der Familie, Feindschaften in der Familie, Probleme in der Familie, Spannungsverhältnisse der Familie, wie auch immer wir sie nennen mögen, eine negative Auswirkung auf das Familienunternehmen haben, mit allen sozialen Folgen, die dann auch damit einhergehen können. Beispielsweise, wenn ein Unternehmen verkauft wird und nun die Marken bleiben und alles andere sonst irgendwo in der Welt produziert wird. Und ich denke mir zum Beispiel für Märkte wie Süddeutschland zum Beispiel, Norditalien, wie auch immer, also ich denke jetzt in der unmittelbaren Nachbarschaft Liechtensteins, ist es tatsächlich so, dass dort das Instrumentarium fehlt für eine effiziente, nachhaltige Separierung des Vermögens, also der Assets von der Familie und damit einer kontinuierlichen Weiterführung. Ich denke mir, das sind Märkte, in die Liechtenstein wesentlich stärker sich noch einbringen müsste mit den eigenen Strukturen, also sprich der Stiftung und dem Trust. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, in welche Richtung wird es gehen? Sind Gesetzesänderungen schon geplant, abzusehen? Wird es verfeinert? Wir hatten ja Novellen des Stiftungsrechts, auch des Trustrechts. Was sagt der Professor dazu, von der wissenschaftlichen Seite? Gut, in der Tat ist das neue Stiftungsrecht noch gar nicht so alt. Es ist ja erst vor, sagen wir mal, im Jahr 2009 in Kraft getreten. Und es ist, glaube ich, so, dass wir jetzt die erste Verdauungsphase hinter uns haben, dass also alle Akteurinnen und Akteure am Finanzplatz sich daran gewöhnt haben und insbesondere auch, sagen wir mal, die Juristinnen und Juristen im Ausland natürlich sich an das neue Stiftungsrecht gewöhnt haben. Beim Trustrecht wurde viel über eine mögliche Reform diskutiert, schon in der vorletzten bzw. vorvorletzten Legislaturperiode. Allerdings denke ich mir, das Trustrecht, so wie es ist, funktioniert sehr gut, dass die ein oder andere Anpassung erforderlich sein könnte. Mittelfristig, das sehe ich auch so. Aber de facto kann man mit dem Liechtensteinischen Trust schon sehr, sehr Gutes tun und sehr, sehr Gutes leisten. Ich sehe ein anderes Problem. Ich sehe ein Problem nicht so sehr in der Gesetzgebung, sondern eher in der Rechtsprechung. Und zwar nicht nur in der heimischen Rechtsprechung, sondern insbesondere auch in der ausländischen Rechtsprechung. Denn es sind mir eine ganze Reihe von Urteilen bekannt, ausländischer Gerichte, die unsere Liechtensteinische Stiftung als solche nicht anerkennen wollen. Und damit, ich sage es mal einfach so, das Kind mit dem Bade ausschütten, nämlich einfach sagen, liechtensteinische Strukturen wurden in der Vergangenheit missbraucht, auch für, sagen wir mal, Zwecke, die illegitim und illegal waren. Und insoweit jetzt eine Grundhaltung, liechtensteinische Gesellschaften, Stiftungen und Trusts erkennen wir nicht an. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich möchte das vergleichen mit der Situation. Stellen Sie sich vor, eine liechtensteinische Bürgerin oder liechtensteinischer Bürger geht irgendwo in der Welt durch eine Passkontrolle und zeigt den Pass vor
Und es heißt, tut uns leid, wir erkennen Pässe des Staates Liechtenstein nicht an, zurück bitte mit dem Flugzeug wieder nach Hause. So ähnlich muss man sich das auch vorstellen, wenn in Pausch und Bogen eine liechtensteinische Stiftung oder ein liechtensteinischer Trust nicht anerkannt wird, nur weil mithilfe dieses Rechtsinstruments in der Vergangenheit manchmal Dinge gemacht worden sind, die eben auch unerfreulich waren. Und ich denke mir, wir sollten versuchen und verstärkt im Land auch zusammen zu arbeiten, verstärkt derartige Signale ernst zu nehmen und gemeinsam daran zu arbeiten, dass die Stiftung und der Trust wieder positiv belegt werden. Ich denke mir, Reputationsangelegenheiten sind nicht nur eine Sache der Politik, sind nicht nur eine Sache sozusagen der Führungskräfte im Land auf politischem Terrain, sondern insbesondere auch eine Frage der privaten Akteurinnen und Akteure. Denn jeder hat ja ein Interesse, dass die Stiftung und der Trust nach wie vor verwendet werden können, weil sie eben entsprechend anerkannt werden. Wir haben immer wieder Veranstaltungen an der Universität, wo wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, zum Beispiel mit dem Thema der Anerkennung von liechtensteinischen Strukturen im Ausland und damit der Möglichkeit, sich zu berufen auf das Haager Trustrechtsübereinkommen, das Liechtenstein ratifiziert hat, für die Trusts und auf die Grundfreiheiten des EWR, der EU, des EU-Rechts bezogen auf die juristischen Personen, die Gesellschaften, also auch die Stiftungen. Und die Diskussion führt zunehmend dazu, dass es eigentlich ein ausländischer Staat und auch ein ausländisches Gericht, wenn es das Recht richtig anwendet, eigentlich gar keine andere Wahl hätte, als eine liechtensteinische Stiftung anzuerkennen, es sei denn, sie wäre auch nach liechtensteinischen Gesichtspunkten nicht anzuerkennen, zum Beispiel weil grob rechtsmissbräuchlich, aber ansonsten wäre eigentlich gar kein Ermessensspielraum gegeben diesbezüglich. Und ich glaube, es ist nicht nur Aufgabe, natürlich insbesondere Aufgabe der Universität, hier entsprechend zu arbeiten und entsprechend auch Publikationen zu verfassen, die das so sagen und die dann auch von ausländischen Gerichten so wahrgenommen werden. Aber es ist auch die Aufgabe jeder Akteurin und jedes Akteurs am Finanzplatz, der mit solchen Fragen der Nicht-Anerkennung konfrontiert ist, auf uns zuzukommen, beziehungsweise auch selber sozusagen dafür zu sorgen, dass diese Information nach außen getragen wird und entsprechend verarbeitet wird. Ich bin also immer sehr, sehr gerne als Dialogpartner da für Personen in Liechtenstein, die derartige Erfahrungen gemacht haben für die eigene Klientel. Denn ich glaube mir, die Stiftung und der Trust können nur dann weiter erfolgreich bleiben, wenn wir die Frage der internationalen Anerkennung international, also ich sprich bezogen auf viele Rechtsordnungen der Welt, ein für alle Mal geklärt haben. Wobei ja das allgemeine Prinzip wäre, wenn du meine anerkenne, erkenne ich deine an. Nicht nur das Problem ist halt immer, wie groß ist der Partner, der es durchsetzt. Mit das Liechtenstein halt das natürlich anderen, viel größeren Staaten in der Wichtigkeit sozusagen halt kleiner und nicht in dieser Größenordnung. Darf ich vielleicht noch ein ganz aktuelles Thema machen, Protected Sales, ein neues Schlagwort, die Möglichkeit der Isolierung von Vermögenswerten oder Nicht-Isolierung von Vermögenswerten. Wie schaut es da aus? Können wir da ein bisschen schon was sagen? Natürlich, die Protected Sale Company haben wir nicht erfunden in Liechtenstein, aber wir haben die Protected Sale Company, die es anderweitig in der Welt schon gab, ganz bewusst angepasst, maßgeschneidert angepasst auf unser PGR, ohne das PGR in dieser Form sozusagen zu verunreinigen. Ganz im Gegenteil, wir haben es eher noch geadelt damit eigentlich. Die Protected Sale Company ist eine innovative Möglichkeit, innerhalb einer juristischen Person, innerhalb einer Verbandsperson, innerhalb einer Gesellschaft Vermögen zu separieren und damit sicherzustellen, dass nur bestimmte Vermögensmassen jeweils für bestimmte Geschäftsbereiche haften. Das ist jetzt insbesondere möglich für die Bereiche der Gemeinnützigkeit, für die Verwaltung von Gesellschaftsanteilen weltweit.
beziehungsweise auch für gemeinnützige Zielsetzungen. Die Frage, die immer wieder aufkommt, ist auch hier die Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit, und der Gesetzgeber war sehr, sehr scharfsinnig, sehr, sehr gut dabei, sicherzustellen, dass keine Gläubiger benachteiligt werden können mit Hilfe einer Protected Sale Company, eben wegen der Transparenz. Transparenz ist heutzutage ein Schlagwort in allen Bereichen, aber eben natürlich auch im Gesellschaftsrecht. Das heißt, Gläubiger, die bewusst in der Vergangenheit mit einer liechtensteinischen Gesellschaft in Kontakt getreten sind, mit ihr Geschäfte gemacht haben, müssen damals informiert worden sein dafür, dass für diese Geschäftsbeziehung nur ein bestimmtes Segment haftet, die Protected Sale Company oder segmentierte Verbandsperson, wie man auf Deutsch sagt, muss immer nach außen tragen, dass sie eine segmentierte Verbandsperson ist, und insoweit ist die Transparenz gewährleistet. Letztlich ist es auch nicht viel anders, als wenn man einfach verschiedene juristische Personen errichten würde und die jeweils sozusagen in Geschäftskontakt treten würden. Allerdings haben wir einen ganz, ganz entscheidenden Vorteil bei der Protected Sale Company, nämlich geringere Verwaltungskosten, geringeren Aufwand für die Verwaltung, weil wir ja de facto doch eine Gesellschaft haben, in der wir diese Segmente haben. Im Übrigen hatte Liechtenstein schon mal eine segmentierte Verbandsperson in der Vergangenheit, eine Verbandsperson mit Abteilungen, die wurde abgeschafft in den 80er Jahren, weil sie einfach nicht benutzt worden ist, denke ich, dass das der Grund war damals. Aber jetzt ist die Zeit reif, dass Liechtenstein sich mit so einem, sag ich mal, Boutique-Produkt international etablieren kann und auch Investoren anziehen kann mit dieser Gesetzgebung. Im Übrigen, maßgeschneiderte Gesetzgebung ist ja etwas, was von Klein- oder Kleinststaaten wie Liechtenstein immer betrieben werden musste und muss, einfach um Vermögen aus dem Ausland anzuziehen, Investitionen anzuziehen. Und ich bin sehr, sehr glücklich über diese neue Regelung und bin sehr, sehr zuversichtlich, dass die Protected Sale Company in dieser Form international großen Erfolg haben wird. Das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Es wird auch in der Zukunft interessant bleiben mit hochintelligenten Produkten, auch auf der juristischen Seite. Danke fürs Kommen, war ein hochinteressantes Gespräch. Meine Damen und Herren, Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Ja, und schauen Sie wieder vorbei, NZFL TV. Wiederschauen.